Für mich schon ist es halt so, man muss den Kopf ausschalten und die Hände machen lassen. Gute, ich bin der Paul von der Kaffeekommune und schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht's um Latte Art. Und zwar möchte ich euch zwei Motive zeigen. Erst einmal die Tulpe und das Farnblatt. Wenn ihr noch nicht wisst, wie man Milch schäumt mit der Zieh- und der Rollphase und der Temperatur und Textur, schaut euch unser Video an, das wir schon hochgeladen haben. Und allen anderen, die schon wissen, wie das funktioniert, zeige ich jetzt als erstes mal das Farnblatt. In erster Linie braucht ihr zwei Kännchen, ein großes und ein kleines. Ich habe hier schon zwei Shots vorbereitet. In ganz klassischen Cappuccino-Tassen, also dem Tulip-Shape-Modell von Novapoint. Und ich schäume die beide gleichzeitig erstmal. Die Einfüllhöhe und das Spiel natürlich mit der Bewegung des Kännchens zeichnen das Motiv. Das sieht alles erstmal relativ leicht aus, ist es aber gar nicht. Sondern erfordert viel Übung und ihr müsst euch das Video einfach ein paar Mal anschauen. Ich verteile jetzt erstmal die Milch und ein kleiner Trick vielleicht vorneweg. Ich nehme zum Gießen immer nur die Menge Milch, die ich auch für die gesamte Tasse brauche. Das heißt, am Ende, wenn ich das Motiv gegossen habe, sollte die Tasse leer sein, das Kännchen leer sein. Dadurch kann ich früher anfangen mit dem Zeichnen und fertig aus. Also, ich gieße erst einmal von oben ein und die Milch wandert unter die Creme und ich verteile so ein bisschen die Milch. Dann gehe ich an die Oberfläche, mache meinen kleinen Schwenker und der hohe Abschluss zeichnet die Filigranität und in dem Fall das Blatt. Die Tulpe funktioniert sehr ähnlich. Ich fange allerdings auf der anderen Seite des Kännchens an zu zeichnen. So. Ich schwenke meine Milch und auch den Shot, dass da keine Blasen drin sind. Und dann fange ich an mit Gießen. Und ich gieße unter die Milch von oben und gehe an die Oberfläche und mache einen weißen Kreis. Und dann mache ich noch einen. Und der hohe Abschluss zeichnet die Tulpen. Mein Kännchen ist fast leer und auch mein anderes. Milch kann man immer nur einmal schäumen, aber das wisst ihr ja schon. Das Entscheidende für ein Latte Art Motiv ist, dass es zentriert ist, dass es auf den ausgelegt ist, der es trinkt. Also ich habe jetzt hier Getränke gemacht für Rechtshänder. Das heißt, man greift sich die Tasse mit der rechten und sieht das Motiv in seiner ganzen Schönheit. Das Zweite ist, also man könnte es auch andersrum gießen für Linkshänder. Und das Zweite ist, also der sogenannte Pro-Tipp war das jetzt. Wenn ihr ein guter Gastgeber sein wollt. Und das Zweite ist, dass natürlich das Motiv nicht alles ist. Das Getränk muss natürlich auch lecker schmecken. Aber achtet einfach darauf, wenn ihr euch das Video vielleicht ein paar Mal jetzt angeschaut habt im Detail, achtet darauf, dass relevant ist, wie hoch die Tülle oder wie groß der Abstand zwischen Tüllenspitze und meiner Oberfläche des Getränks ist. Und vielleicht ist euch das aufgefallen, ich nehme mal gerade eine andere Tasse, vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt auch die Tasse schräg halte, um nahe mit der Tüllenspitze an die Oberfläche zu kommen. Und jetzt habe ich eben beim Farnblatt auf dieser Seite begonnen, genau zu sein so, und habe meinen Schwenker gemacht, der ganz locker aus dem Handgelenk kommt. Dadurch breite ich das Farnblatt auf und ziehe hoch durch. Und dadurch, dass ich eben nicht mehr an der Oberfläche bin mit der Spitze meiner Tülle, sondern hochgehe und auch nur wenige Zentimeter, also nicht einen halben Meter, ziehe ich eben die Spitze des Farnblatts wieder unter die Milch und habe dadurch das kleine Herz oben und ziehe das Farnblatt schön zusammen. Dadurch kriege ich ein schönes Motiv. Das gleiche Prinzip habe ich auch bei meiner Tulpe. Außer, dass ich einfach zwei weiße Flecken übereinander gieße und durch die Gesetze der Physik, was Flüssigkeiten anbelangt, bewegen die sich schön ineinander durch den hohen Abschluss, also dieses Hochgehen am Ende. Und durch die Mitte der Kreise gießen, erziele ich eben das schöne Herz und die Spitze unten von der Tulpe. Also genau, übt das. Das ist gar nicht so leicht. Das hat viel mit eurem Gefühl zu tun. Also ich habe ein Espresso-Video gemacht vor einer Weile. Da habe ich darüber gesprochen, dass eben das Gefühl nicht mehr so wichtig ist, sondern die Rezepte. Und beim Milchschäumen ist es halt so, man muss
den Kopf ausschalten und die Hände machen lassen. Und nach einer Weile gewöhnen sich, fühlt man auch, hat man das Kännchen gerade, hält man die Tasse gerade oder ist die schräg? Und das ist relevant für ein zentrales und auch symmetrisches Motiv. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst mich wissen, ob das bei euch auch so klappt oder ob ihr noch was wissen wollt. Und ja, bald mehr dazu. Habt eine schöne Woche, gute Zeit. Bis bald.